Mein Name ist Helga Seitz. Und wie der Herr schon gesagt hat, es liegt auch die Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und es liegt auch, ist auch Teil der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Bora. Wir werden gefragt, warum sind wir Teil dieser Initiative? Heißt das, dass Fritz auch schon der Meinung ist, dass es sich um einen rassistischen Mord, einen Mord begangen von Nazis handelt? Nein, das heißt es nicht. Aber wenn wir bei Fritz auch etwas gelernt haben aus der Skandalgeschichte der rassistischen Ermittlungen wegen der Morde an Enver Şimşek, Abdurrahim Özguru, Süleyman Taşçıoğlu, Hadi Çelik, Mehmet Kurgut, İsmail Yaşa, Theodorus Kuzarovidis, Mehmet Kubasic und Halit Yostak, dann haben wir gelernt, dass wir nur dann verantwortlich handeln, wenn wir nicht glauben. Ja, wir haben den Ermittlungsbehörden geglaubt, wenn sie ihre abenteuerlichen Behauptungen aufstellten, in welche Geschäfte die Opfer verwickelt gewesen sein sollten. Misstrauen gegenüber dem eigenen Wissen, wozu Nazis und Rassisten fähig sind und auch schon fähig waren, und die Abgabe von Verantwortung an hoffentlich funktionierende Strafverfolgungsbehörden haben dazu geführt, dass die Taten des NSU so wenig, so viele Jahre unentdeckt geblieben sind und dass Angehörige nicht ausreichend unterstützt wurden. Und wir haben für große Teile die Demo der Angehörigen in die Kasse nicht einmal wahrgenommen, auf der sie ihre Sorgen der Öffentlichkeit kundtaten. Im Frühjahr 2006 demonstrierten etwa 2000 Menschen in Kassel. Angesichts von nun neun nicht aufgeklärten Morden forderten die Demo-Teilnehmerin kein 20 Opfer. Wir haben gelernt, wenn es geht. Das heißt, wir werden nichts mehr ruhig sein können und wir werden Angehörige von Ermordeten auch dann unterstützen, wenn nicht klar ist, wer die Mörder sind. Der Ablauf, oder wie es juristisch heißen könnte, die Umstände der Tat legen nahe, dass aus dieser Mord dem Muster der Morde des sogenannten NSU folgt. Und das reicht aus, damit wir in diesem Bündnis aktiv sind und ansprechbar für jede und jeden in diesem Zusammenhang. Es ist auch ein Grund dafür, dass Buraks Name nun in die Liste der Verdachtsfälle für Opfer rassistischer rechter Gewalt, die vom Tagesspiegel und der Zeit geführt wird, aufgenommen wurde. Und deshalb machen wir den Mord an Burak auch zum Thema, wenn wir über die Gewalttaten, die Taten mit rassistischem rechten Hintergrund in Neukölln reden. Die Taschenhalle ist allerdings plakatiert mit rassistischen Plakaten der NPD wie wenige Straßen in Berlin. Es gab Hakenkreuz und andere Schnürereien an einem Imbiss in der Taschenhalle. Wiederholt Anschläge auf ein Haus einer Familie, die einfach nur keine Propaganda der NPD in ihren Briefkasten haben wollte. Ein Angriff auf drei Männer, denen unterstellt wurde, dass sie Wahlplakate der NPD abgerissen haben sollten. Auf dem Jugendclub der Falken gab es mehrere Anschläge, Brandstiftungen, bei denen auch damit gerechnet werden musste, dass Menschen zu Schaden kommen. Vieles ist schon passiert in genau dieser Gegend, in der sich Dora und seine Familie und seine Freunde zufällig in der Nacht des 5.4. aufhielten. Wenige Meter von Dora's Zuhause. Und 2012 war Neukölln der Bezirk in Berlin mit den meisten Angriffen mit rassistischen rechten Hintergrund. Wir dokumentieren in unserer Chronik 22 Angriffe. Als Opferberatungsstelle übernehmen wir Verantwortung jenseits von den Polizeiermittlungen und Annahmen der Polizei. Auch wenn wir über die Motive von Angriffen keine Tatsachen bekannt sind, reicht der Verdacht, dass es sich um eine rassistische Tat handelt, damit wir aktiv werden können. Angehörige und Freunde wollen nicht warten müssen, bis die Täter gefunden sind, damit sie Hilfe bekommen und sich an uns wenden können. Und solange die Ermittlungsbehörden uns nicht das Gegenteil beweisen, werden wir mit Nachdruck darauf hinweisen, dass es auch ein rassistischer rechter Mord gewesen sein könnte. In jedem Fall ist unsere Solidarität bei den Angehörigen und den Freunden und wir wünschen uns, dass die Freunde, die in der Tat nach vor Ort waren und durch Boras Mörder sehr verletzt wurden, auf allen Ebenen Unterstützung erfahren. Danke vielmals.